Herr Intendant Dr. Bello, Sie wissen ja, das ZDF als multimediales Weltereignis ist immer top aktuell. Und auch bei einer Narrenschau wie heute Abend verzichten wir nicht auf die aktuellen Nachrichten. Und ich lade Sie nun ein mit Lars Reichow ins Fastnachtsjournal. So. Liebe Mainzerinnen und Mainzer, hochverehrte Gäste, liebe Zuschauer, Narren nachlesen, willkommen zum Fastnachtsjournal. Hier in Mainz am Rhein in der größtmöglichen Koalition der Lebensfreude eine absolute, eine überwältigende Mehrheit hier im Schloss. Weg, wascht, boi, weibe, uiuiui, au, 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 na, halamarsch, fertig, tusch. Hier, liebe Freunde, wird nicht sondiert, hier wird auch nicht nachverhandelt, hier wird kompromisslos gefeiert und letztlich auch alternativlos gesoffen. Und ich meine, wenn die da in Berlin alle 8 Wochen mal eine Nacht durchmachen, ja, ich bitte euch, also das machen wir in Mainz an jedem Wochenende 3 Mal. Ja? Aber wirklich. Und zwar seit Wochen. Also Sondierung, das haben wir fast nach der jeden Morgen. Wo bin ich? Wie viele war ich? Wo steht mein Auto? Wer sind die Frauen neben mir? Das ist Fasnacht. Die Nachrichten aus der Region Mainz. Forscher an der Universität habe Beweise dafür, dass der Mainzer Dialekt wohl noch breiter ist, als wir angenommen. Archäologen stießen bei Ausgrabungen auf eine ausrangierte Schnabelschnude aus dem Bubble-Zeitalter. Da haben wir uns ziemlich gut weiterentwickelt. Nochmal Mainz. Der Oberbürgermeister Michael Ebling hat nicht viel Zeit zum Regieren. Meistens sitzt er auf irgendwelchen Fastnachtsveranstaltungen und winkt. Ich glaube, er ist gerade... Genau das hatte ich vorgesehen. Mit dem Wollt ihr was singen? Der Vorteil, wenn etwas zu entscheiden ist, dann machen wir Bürger das ganz alleine mit einem Bürgerentscheid. Also, wenn ihr einverstanden seid mit der Frage, schreit ihr einfach helau, wollen wir die Bürgerentscheide neu lassen? Ja. Neu mit darum heißt es. Ja, ihr seid aber keine Profis offenbar. kleiner Scherz. Also, wer ist dafür, dass Mainz 05 in der ersten Bundesliga bleibt? Ja. Wer ist dafür, dass der Dom eine neue Orgel bekommt? Ja. Wer ist dafür, dass der Bibelturm gebaut wird? Ja. Wer ist dagegen, der singt bitte Uiuiui? Okay. Naja, ist halt. Wenigstens etwas. Vertragen wir es wieder. Das Blumenbeet ist viel schöner, ihr habt ja recht. Mainz, die MeToo-Debatte ist weltweit in aller Munde. Auch hier in der Mainzer Fastnacht ist natürlich ein Thema. Dazu begrüße ich jetzt den Frauenbeauftragten Peter Sadicki. Peter, was ist neu? Ja, MeToo, das heißt also hier in Mainz so viel wie du mich auch. Hier wurden in enger Zusammenarbeit mit einem katholischen Gymnasium, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es fängt mit Maria an, knallharte Benimmregeln eingeführt, als da wären. Vor dem Schunkeln muss der Mann die Frau um Einhakerlaubnis bitten, um eine unsittliche Berührung außerhalb des Schunkelscharniers zu vermeiden, bedarf es einer schriftlichen Einwilligung der gesamten Schunkelschlange. Oh Gott, Peter, das kann ja ewig dauern. Was dann? Noch fummeliger wird's beim Knutschen. Die Männer müssen neuerdings laut und vernehmlich rufen, küssen müssen. Ach du Scheiße, sag mal, gibt's eigentlich den Busengrabscher noch? Nein, der Busengrabscher muss 2 Wochen vorher angemeldet werden.
Und zwar, das ist neu, von der Busenbesitzerin. Diese gibt dann gegen Vorlage der schriftlichen Genehmigung das Zeichen, dass er Grabsche kann. Das klingt alles sehr theoretisch. Drückt es nicht ein bisschen auf die Stimmung? Ja klar, die Männer sind verunsichert. Die sind alle viel schneller besoffen und singen die ganze Zeit, damit sie nicht beim Knutschen erwischt werden. Die Strafen sind dieses Jahr drakonisch, besonders furchtbar. Dauergautschen, das ist eine Art Waterboarding mit Weißweinschorle. Vielen Dank, Peter Sadicki, unser Frauenbeauftragter. Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt. Washington. Der Skandal um Laborversuche mit Affen erreicht jetzt auch das Weiße Haus. Dort soll sich seit etwa einem Jahr ein dementer weißer Gorilla im Oval Office aufhalten. Der Menschenaffe trägt Anzug, verfügt über einen eigenen Föhnstab und kann selbstständig fernsehen. Die Mitarbeiter sind ratlos und wollen das Tier demnächst einschläfern. Hollywood Bad Hersfeld. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass es im deutschen und amerikanischen Filmgeschäft zu Übergriffen auf Schauspielerinnen kam. Die Vorwürfe reichen von sexueller Belästigung bis zur brutalen Vergewaltigung. Liebe Fernsehfreunde, ein Filmset ist sicher keine kuschelpädagogische Einrichtung, aber ein Regisseur, ein Produzent, der es nötig hat, seine Macht auf diese widerliche Weise auszunutzen, der gehört vor Gericht gestellt, mindestens aber auf den medialen Scheiterhaufen. Washington, gehen wir noch mal zurück nach Washington. Donald Duck Trump hat Spekulationen über seinen geistigen Verfall zurückgewiesen. Sein Arzt sagte, er könne ohne Probleme Löwe, Nashorn und Kamel voneinander unterscheiden. Schwierigkeiten hätte er bei den Begriffen Wahrheit, Lüge, Gut, Böse, Hell, Dunkel, Brutto, Netto, Schwarz-Weiß, Krieg, Frieden, Nord, Süd, Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Melania, Peggy, Vanessa, Holly, Barbie und so weiter. Wir kommen zum Sport. Lausanne. IOC-Präsident Thomas Bach ist spurlos verschwunden. Man vermutet, dass er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei Speichelarbeiten vollständig in den Hintern gekrochen ist. Moskau. 8 russische Athletinnen, die vom Internationalen Sportgerichtshof KAS für Olympia gesperrt worden sind, haben Einspruch erhoben. Die Frauen wollen sich jetzt als Männer bewerben. Der russische Verbandsvorsitzende Sbrizgen Anaboligov äußerte sich zuversichtlich, alle Frauen hätten einen Vollbart. Seoul, Südkorea. Die Olympiade hat begonnen. Mit Spannung wird das Abschneiden der nordkoreanischen Sportler erwartet. Um die Athleten konkurrenzfähiger zu machen auf der Langstrecke, soll Machthaber Kim Jong-un sie teilweise mit Atomraketen bestückt haben. Zurück nach Deutschland. Wien. Oh, Entschuldigung. Ich bin so ausgerutscht. Das wusste ich jetzt nicht. Nein. Wir sind ja nicht. Wir sind ja nicht bei Björn Höcke im Geschichtsunterricht. Unsere befreundete Alpenrepublik Österreich hat auch gewählt. Die sind aber schon längst einsatzbereit. Sebastian Kurz heißt der neue Kinderkanzler. Kurz war bereits im Alter von 5 Jahren Außenminister. Er gilt als jüngster Minister, der jemals ohne seine Eltern verreisen durfte. London. Die britische Premierministerin Theresa May hat klare Vorstellungen vom Austritt ihres Landes aus der EU. Im britischen Unterhaus sagte sie, "We will make Great Britain small again."
Und das scheint ja auch ganz gut zu klappen, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut. Die Briten wollen jetzt einen Handelsvertrag mit Indien abschließen und sich dort als Kolonie bewerben. Mal was anderes. Davos. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im Schweizer Skiparadies von seiner Vision für eine freie Welt geschwärmt. Er sprach Englisch. Ein Franzose, der Englisch spricht, allein deswegen hat die ganze Welt schon die Luft angehalten. Macron fasste den Inhalt seiner Rede selbst zusammen mit den Worten Liberté, Fraternité, Macrons Idee. Weitere. Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft. Wolfsburg. Der VW-Aufsichtsrat hat beschlossen, 3 der 10 missbrauchten Dieselabgasaffen in den Konzernvorstand zu berufen. Die Primaten würden unter den üblichen Wolfsburger Lackaffen sicher nicht auffallen. Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der über Jahre Affen gezwungen hatte, seine T-Shirts zu tragen, warnte vor einer Überforderung. Bei ihm seien die Affen maximal Filialleiter geworden. Smallland in Südschweden. Der IKEA-Erfinder Ingvar Kamprad ist tot. Im Alter von 91 Jahren erlag der Gründer des schwedischen Möbelhauses in der Silvesternacht den Folgen eines Köttböllers. Mit einem Vermögen von über 40 Milliarden Euro, alter Schwede, das ist wirklich viel. 40 Milliarden Euro gehört er zu den reichsten, aber auch sparsamsten Menschen der Welt. Kamprad fand seine letzte Ruhe in einem IKEA-Kleiderschrank Pax. Kommen wir zur Innenpolitik. Habemus Grocolores. Politische Fasnacht in Berlin. Nach einer durchzechten Nacht hatten sich die 3 Parteien auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Der sogenannte GroKo-Deal. Kaum ist das GroKo-Deal am Leben, frisst es seine Kinder schon wieder auf. Erstes Opfer, Martin Schulz. Verzichtet auf das Amt des Vorsitzenden, verzichtet auf das Amt des Außenministers. Andrea Nahles hat gesagt, das zeugt von beachtlicher Größe. Kevin hat gesagt, so sehen Zwerge aus. Andrea Nahles heißt die neue Parteivorsitzende. Martin Schulz hat 100%, ich denke mal, dass sie mehr kriegt. Ich denke, dass sie 120 bis 150% müssten schon drin sein. Wahnsinn, was die SPD mit ihrem begrenzten Personaltableau immer wieder rausholt, das ist schon wirklich ganz großes Kasperletheater. Wir haben eine Puppenkiste, da sind immer dieselben 10 Puppen drin. Ab und zu holen sie eine raus und sagen, Überraschung, Kasperle ist wieder da. Eine irre Partei, die haben alles. Tolle Frauen, tapfere Männer, junge Helden, 6 Ministerien. Was denen jetzt noch so ein bisschen fehlt, also was sie so ein bisschen gebrauchen könnten, wären vielleicht auch Wähler. Das fände ich ganz gut. Das wäre doch perfekt. In der CDU rumort es auch, aber die hat traditionell ein bisschen mehr Disziplin. Nur die CSU ist richtig glücklich. Der Horst ist total zufrieden. Er wird Minister für Heimatschutz und Söder-Abwehr. Also eigentlich ist er wieder Ministerpräsident von Bayern. Ja, Söder hat schon gesagt, er will jetzt Bayern teilen und will Franken zur Unabhängigkeit ausrufen. Wo sind eigentlich die AfD-Leute, fällt mir gerade ein. Sind die heute Abend nicht gekommen? Sind die nicht? Ja, ich hab immer das Gespräch gesucht. Also gut, mir wäre es lieber, die säßen hier als im Bundestag. Ganz ehrlich, über 90 Abgeordnete hocken da unter der Kuppel in Berlin. Ja, es ist eine Schande für Deutschland, was das kostet. Denen müsste man die Diäten in Reichsmark von 1923 auszahlen. Mein Gott,
Mein Gott, was für ein Durcheinander in der Politik. Reißt euch doch mal endlich zusammen. Ja? Die Hyänen warten doch nur darauf, die Demokratie aufzufressen. Eine Staatskrise aus Leichtsinn im Wohlstand, das muss man erst mal hinkriegen. Vielleicht müssen wir aufhören. Vielleicht müssen wir auch aufhören, auf die AfD einzuschlagen. Vielleicht müssen wir denen eine Chance geben, sich auch inhaltlich zu entfalten. Lassen wir sie einfach in Ruhe scheitern. Na, lesen. Die große Frage ist, wie lange hält sich die Kanzlerin Angela Merkel noch? Was hat sie in der Schweiz gesagt? Ich bin bereit, den Deutschen weiterhin in der Welt ein ordentliches Ansehen zu verschaffen als trockenes, aber verlässliches Brötchen. Neulich hat meine Tochter hat mich neulich gefragt, Papa, können eigentlich auch Männer Bundeskanzlerin werden? Und ich habe gesagt, theoretisch schon. Hochverehrtes Publikum, wir kommen zu den Wetteraussichten. Wenn diese Regierung irgendwann startklar ist, dann sollte auch ein bisschen regiert werden. Denn es gibt einiges zu tun. Wir brauchen eine gute Pflege für die Alten. Wir brauchen eine gute Bildung für die Jungen. Wir brauchen einen geburtenstarken Mittelstand. Ein rasend schnelles Internet brauchen wir. Der Diesel, der Benziner, die ganzen Affen müssen beerdigt werden. Unser Rathaus, macht was ihr wollt damit. Wir müssen die Grundstückspreise senken in Gonsenheim. In Finden nicht. Europa! Europa wartet auf uns. Emmanuel Macron sitzt auf heißen Maronen. Der kleine Herr Orban braucht sofort Nachhilfe in Demokratie. Der kleine Herr Erdogan braucht einen Grundkurs in Bescheidenheit. Der kleine Herr Putin braucht eine Opposition. Die Flüchtlinge brauchen uns immer noch. Die AfD-Vorstände müssen entnazifiziert werden. England braucht bald eine Luftbrücke mit Nahrungsmitteln. Wir müssen die USA aus dem Alp-Trump rausholen. Was ist mit der Umwelt? Ja, wir müssen uns um die Zukunft kümmern auf diesem Planeten. Wir müssen den Klimawandel stoppen, die Wälder retten, die Wiesen, die Berge, die Äcker, die Eisbären, die Wale, die Bienen, die Löwen, die Elefanten, der gelbe Sack muss rausgestellt werden. Und liebe Freunde, das Wichtigste, wir müssen uns die Wahrheit zurückerobern. Wir müssen füreinander da sein, mit Liebe, Ausdauer und Anteilnahme. Nicht mit langen Nasen und auf kurzen Beinen, sondern mit Ehrlichkeit, mit Anmut und Stolz. Wir müssen die Welt retten, eigentlich sofort. Aber auf ein paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Dankeschön. Du Schwitz, warum soll es dir besser gehen wie mir? Ja. Aber nach so einer grandiosen Leistung, wenn man sich sowas erarbeitet hat, darf man auch mal schwitzen. Lars Reichow mit dem Passnachtjournal. Lieber Lars, du hast mit der Pointiere den Schwarzen getroffen. Nichts anderes sind wir von dir gewöhnt. Als Starredner des Gonsenheimer Karnevalvereins gehörst du ganz einfach in diese Sendung. Und ich gebe dir noch einen guten Tipp. Nach so einer anstrengenden Kampagne wie dieses Jahr, 6 Wochen geballte Fasnacht, wir fahren am Donnerstag gemeinsam nach Schwangau am Forgensee in den Gasthof am See. Da bin ich alle Jahr und da kriege ich mir auch die Halbpension umsonst, wenn ich das hier erwähne. Also, Lars, ein Dreifach Donnerstag. Hello! 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 Recht herzlichen Dank, mach's gut.